Kunstexpertin Blue Ivy, sie bot $19.000 bei Auktion. Mit nur 6 Jahren ist Blue Ivy, 6, schon eine echte Kunstkennerin. Die Tochter von Bonze, 36, und JZ, 48, mausert sich bereits jetzt zu einer Prinzessin mit besonders extravagantem Geschmack. So erschien sie zu den diesjährigen Grammy Awards mit einer Valentino-Tasche für sagenhafte 2.166 Euro. Ihre Eltern nahmen sie nun zum nächsten hochpreisigen Event mit. Bei einer Kunstauktion konnte die Kleine einem Gemälde einfach nicht widerstehen und bot dafür ein kleines Vermögen. Das Auge der Mini-Diva fiel auf ein Kunstwerk von Sidney Poitier, bot kurz entschlossen ein stolzes Sümmchen von $19.000, also umgerechnet ca. 15.400 Euro, bei der Vulnerable Art Gala in Los Angeles. Leider durfte sie das Gemälde letztlich allerdings nicht mit nach Hause nehmen, wie Just Jared berichtete, weil ein anderer Gast noch mehr Geld dafür springen ließ. Mit leeren Händen verließen die Hallo-Interpretin und ihre Tochter die Veranstaltung allerdings trotzdem nicht. Die Nachwuchskunstexpertin erstand ein Werk für vergleichsweise schlappe $10.000, ihre Mama freute sich über ein paar neue Ohrringe von Organisiert wurde die Auktion unter anderem von ihrer Oma Tina Knolles, 64, und diente dem guten Zweck, ein Kunst- und Performance-Gebäude soll von den Einnahmen finanziert werden.